wurde in einem Film das tragische Schicksal der Indianer so eindringlich und so ehrlich geschildert. Und hier sind sie. Die Avapahus, die Blackfeets, die Crows, die Sioux, die Pawnees, die Apachen und die wegen ihrer Tapferkeit gefürchteten Cheyennes. Sie erleben die dramatische Geschichte ihrer großen Wanderung. Robert Wagner, ein Mann, der allen Gefahren trotzt und unbeirrt seinen Weg geht. Debra Padgett, die schöne Tochter des Häuptlings der Cheyennes. Sie liebt einen der Männer, die von ihrem Volk tödlich gehasst werden. Indianermädchen werden niemals von Indianerjungen geküsst. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Es ist wirklich ein schönes Gefühl. Ich möchte gern noch einmal küssen, aber länger. Wirf dieses Rohr sofort hier raus. Darüber entscheide ich. John Lund in der Rolle des Colonels, der die blutigen Indianerkriege mitgemacht hat. Jeffrey Hunter als der tapfere Sohn des Häuptlings, der bereit ist, für seine Ehre zu sterben. Wir tauschen dieses Land mit dem neuen Land im Süden. Die Zeit des Tötens ist endgültig vorbei. Nein! Die weiße Feder. Das ist eine Herausforderung. Mein Sohn und Galloping Horse fühlen sich nicht an die Verträge gebunden. Sie wollen kämpfen und erwarten euch in den Bergen. Mein ganzes Volk hat das Recht mitzukommen. Um es zu sehen und nie zu vergessen. Vielleicht erlebt der weiße Mann auch etwas, das er nicht vergessen wird. Und dies ist der dramatischste Augenblick in der Geschichte der Indianerkriege. Zwei junge Krieger fordern ein ganzes Kavallerieregiment zu einem Kampf auf Leben und Tod heraus. Zwei Männer gegen eine erdrückende Übermacht. Wenn wir das Feuer eröffnen, haben wir auch die anderen auf dem Hals.